Scheint gerade so, als wäre auf jeden Fall schon jemand drin. Wir befinden uns nicht auf Privatgrundstück. Bitte verlassen Sie diese. Hey Leute, ich bin's Fritz und wir waren heute tagsüber auf einer kleinen Lost Place Tour unterwegs. Es ist mittlerweile dunkel und wenn ihr sehen wollt, was wir erlebt haben, bleibt dran. Los geht's. Ja, wir wollen uns gerade ein verlassenes Krankenhaus angucken. Wir sind gerade auf dem Weg dorthin und müssen mal schauen, ob wir reinkommen, wie die Location aussehen wird. Ich weiß es noch nicht ganz und bleibt auf jeden Fall dran und es bleibt spannend, denke ich. Ich weiß nicht so ganz, was uns erwarten wird. Aber mal gucken, ob wir reinkommen. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal verlassen aus hier. Spinnweben. Geil. Herrlich. Ja, der Herbst ist schon schön, muss ich sagen. Das sieht auf jeden Fall verlassen aus. Drin alles leergeräumt. Ach, was ist hier? Krass, sind auf jeden Fall auch hier technischen Anlagen drin. Sieht auf jeden Fall von außen schon krass beeindruckend aus. Hier ist ein alter Turm, vielleicht kann man da später hoch. Balkon schon ein bisschen abgestützt. Oben noch eine alte Uhr. Mega. Leute, wir haben gerade irgendwelche Geräusche von drum gehört. Irgendwelche Fenster haben gerade ganz laut geklackt. Scheint gerade so, als wäre auf jeden Fall schon jemand drin. Weiß man natürlich jetzt nicht, ob das andere Urbexer sind oder ob das halt vielleicht sogar der Eigentümer ist. Einen wunderschönen guten Morgen. Da oben. Da oben. Wir befinden sich auf Privatgrundstück. Bitte verlassen Sie diese. Ja? Kurz muss ich telefonieren. Hallo. Ja Leute, das war gerade ein kleiner Schuss in den Ofen, wenn man es mal so nennen kann. Aber das gehört halt auch zum Hobby dazu. Eigentümer war gerade da, hat uns gesehen und fand das Ganze nicht so spannend. Deswegen werden wir jetzt auch wieder das Ganze verlassen. Es war halt nichts abgezäunt, es standen keine Schilder oder sowas da. Von daher haben wir uns einfach mal ein bisschen das Gelände angeguckt. Und ja, machen uns dann jetzt wieder auf den Heimweg. So ist das manchmal. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Wir sind unter so einer Bahnanlage, also eigentlich wieder Bahnsteig hier oben. Irgendwie ein Loch, passt man nicht durch, aber es kommt Sauerstoff rein. Ziemlich feucht hier. Ja, hier noch ein Elektro.
Technik überall. Natürlich nicht mehr alles drin, sondern schon ausgebaut. Ja, verschiedene Zugänge, wieder diese Überdruckklappen, die dann zugingen, wenn eine Explosion von außen kam. Ja, waren halt wahrscheinlich ehemalige Schutzräume, wo dann bei Bombenangriffen und die Alarmsirenen ausgelöst wurden und die Leute sich dann verschanzt haben. Luke, ich bin dein Vater. Hier sind übrigens so verschiedene Lüfter für die Normalluft. Da steht dran und ist Normal- und Schutzluft. Und da konnte man dann dran kurbeln, um natürlich hier den Sauerstoffgehalt ordentlich am Laufen zu halten. Ich habe übrigens eine kleine neue Taschenlampe mit am Start, die TrueNight TN42C. Die teste ich gerade ein bisschen. Ganz geiles Lichtspiel hier. Und gerade für so Bunker ist es natürlich geil, so eine fette Taschenlampe am Start zu haben. Und ja, ist so ein bisschen ähnlich wie die TN40, die ich neulich vorgestellt habe. Nicht ganz so leistungsstark, ich glaube sowas um die 2000 Lumen hat die hier. Aber gerade zum Ausleuchten für die Kamera in so Gebäuden wie hier, wo wirklich gar kein Licht reinkommt, natürlich optimal, damit ihr auch was seht. Sonst würdet ihr nämlich circa das Bild ungefähr so sehen. Ja. Ne? Wie gefällt euch das? Ist das besser? Schön. Ja, Leute, auch optimal zur Nutzung, zum Ausleuchten von Fotos. Einfach gegen die Decke strahlen und dann das schönes weiches Licht. Leute, wenn ihr keine Videos verpassen wollt, Abo da lassen. Alter, oh, du Trottel! Naja, erst will das Gas nicht, jetzt will es dann. Wie schon gesagt, das wird das beste Video. Also guckt euch an, das Bommels Teller hier. Ich würde sagen, das Ding hat er mal voll gegen die Wand gefahren. Aber gut, wenn du das erste Mal so was machst. Ist doch nicht mehr normal hier. Wir haben einen Powerknopf. Meine jetzt bleibt der Deck. Nein, nicht irgendwo. Meine Linse beschlägt schon. Jetzt machst du ihn aus, nicht? Nee, guck mal, wer? Ach, gibt doch keinen. Nicht menschlich. Kochen will gelernt sein. Es ist natürlich unten angebrannt. Oh, es klackert schon wieder raus. Bommel ist doch mal ein Apfel. Der ganze Kocher ist unten voll gematscht. Warte mal, ich google mal nach einem Catering-Service. Wie so ein Hexentopf, oh, der riecht halt auch mit angebrannt. Es riecht halt auch mit angebrannt. Oh, Leute, hier sieht es auf jeden Fall nicht mehr gut aus. Da oben ist die Decke schon runtergekommen. Das heißt, nach oben gehen wir lieber nicht mehr. Oh, scheiße. Krass, guckt euch mal diese Decke hier an. Scheint hier mal ein altes Theater gewesen zu sein. Boah, das halbe Dach ist schon runtergekommen. Wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum es nicht mehr genutzt wird. Da geht's runter. Gucken wir doch mal in den Keller. Oh, eine alte Zeitung. 21. Dezember 2004. Ja, da kann man jetzt natürlich spekulieren, ob es seit 2004 erst leer steht, aber hier sind noch andere Zeitungen. Okay, die ist vom 11. März 1993. Und hier noch alte Schaltpläne. Klimatechnik, Sanitärtechnik, Heizungs-, Elektrotechnik. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es eine Heizung war.
So Leute, ich werde mir jetzt noch einmal schön Speisemöhrchen von vor, keine Ahnung wie viele Jahren, gönnen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Gebt mal oben Support da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.